Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Mittwoch ist die neue Corona-Verordnung rausgekommen, beziehungsweise die neuen Beschlüsse unserer Bundesregierung. Aber was bedeutet das jetzt für die Bikeparks zum Beispiel? All das und meine Vermutungen, wie das so weitergeht und für euch ein bisschen zusammengefasst, gibt es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Yes Leute, ich habe mir das Ganze mal angeguckt, ja, Corona Beschlüsse, 3.3. Und vielleicht habt ihr ja auch dieses Bild gefunden. Ja, es gibt ja so ein Bild hier, da steht dann genau, wann was irgendwie öffnen soll und in welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Und der Punkt, der da für uns Biker interessant ist, ist der am 22.3. Also da steht frühestens 22.3. drin. Und zwar ist das Sport kontaktfrei innen, Kontaktsport außen, beziehungsweise kontaktfreier Sport drinnen und Kontaktsport außen. An diesem Tag, wenn da die Inzidenz unter 50 ist, dann sieht es für meiner Meinung nach sehr, sehr gut danach aus, dass die Bikeparks öffnen können. Das wäre der 22.3. bei einer Inzidenz unter 50. Wenn die Inzidenz aber wie im Moment ist, 50 bis 100, dann dürfte das Ganze auch möglich sein, weil Kontaktsport im Außen sogar möglich ist, aber jeweils mit tagesaktuellem Schnell- und Selbsttest. Das könnte bedeuten, dass wenn wir in einen Park gehen wollen, dass wir vorher einen Corona-Schnelltest machen müssen. Welchen Punkt wir uns aber noch ein bisschen genauer angucken könnten, wäre eigentlich zwar ab dem 8.3., das wäre jetzt der Montag, und da ist es ja Außensport maximal 10 Personen kontaktfrei. Jetzt ist so ein bisschen schwer, weil das ist ja ein Außensport, das Biken gehen, aber kontaktfrei auch, ja, aber wir sitzen ja zumindest gemeinsam in so einem Sessellift oder so. Das heißt, da könnte es ein bisschen Probleme geben. Aber es steht aber auch Inzidenz 50 bis 100, Individualsport außen, maximal 5 Personen aus 2 Haushalten bzw. maximal 20 Kinder. Individualsport, dazu zählt auf jeden Fall Radfahren dazu. Und da gleichzeitig Museen, Galerien, Zoo, botanische Gärten, Gedenkstätten alle öffnen dürfen mit Terminvergabe. Das heißt, mit Terminvergabe wollen die dann festlegen, dass sozusagen nicht zu viele Leute da sind. Das heißt, es könnte möglicherweise bedeuten, dass man in so einem Bikepark nicht unendlich viele Karten verkauft, sondern dass es so ein bisschen beschränkt ist und dass man damit, ja, dass es sich so tummelt, dass man das so ein bisschen aufhalten könnte. Das Ganze wäre schon ab nächste Woche Montag, der 8.3. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie schnell kommen die Parks da hinterher? Ich habe jetzt mal Olpe abgecheckt, da steht jetzt, die haben gepostet, die Strecke muss noch aushärten. Dazu kommt natürlich jetzt die nächsten kalten Nächte dazu, was das so ein bisschen nicht gerade begünstigt, sondern eher verschlechtert. Aber meine Prognose dürfte sein, dass wirklich ab dem 22.3. frühestens bei passender Inzidenz theoretisch alles stattfinden kann. Und das würde dann bedeuten, dass die Saison vielleicht am 22.3. losgehen könnte, vorausgesetzt, die Bikeparks kommen dahinterher. Ich hoffe, ich habe das alles gut für euch gerade zusammengefasst, dass ihr da nicht mehr so durchblicken müsst und müsst jetzt irgendwie schauen, okay, was gehört da jetzt zu was. Nochmal zusammengefasst, Individualsport ist auf jeden Fall Fahrradfahren dazu. Das Individualsport sind eigentlich alle Sachen, die du nicht in einem Team machst, sondern einzeln und nicht in Gruppen und so, okay? Und da fällt auf jeden Fall Biken mit rein. Individualsport außen ab einer Inzidenz von 50 bis 100. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist es jetzt maximal auf 5 Personen aus 2 Haushalten beschränkt. Und diese Grenze da 20 Kinder, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Heute waren wir hier in dem Studio und wir haben mit dem Ordnungsamt telefoniert. Für NRW werden die Beschlüsse praktisch am Montag, auch am 8.3. bekannt gegeben. Dann wissen wir genau, was abgeht. Aber meine Tendenz
dürfte sein bis zum 22.03. könnte es sein, dass wir wirklich wieder in Parks fahren können. Das bedeutet für mich jetzt ordentlich reinhauen im Training. Denn auch wenn wir nicht in Parks gerade fahren können, wir können jede Menge Sachen trainieren. Es gibt super schöne Trails bei mir in der Umgebung, bei fast jedem irgendwie. Am Wochenende gehe ich noch einen Bikepark checken, der sowieso offen sein sollte. Es ist nicht so ein richtiger Park, aber ihr werdet es sehen. Also lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und nutzt die Zeit einfach noch zu trainieren. Nutzt die Zeit, eure Technik zu verbessern. Nutzt die Zeit, die Basics nochmal zu optimieren, damit wir alle zusammen ready sind für die erste Saison meines Lebens. Und ich nehme euch natürlich alle mit und werde euch teilhaben lassen, wie so meine ersten Bikepark-Versuche aussehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran und lasst euch nicht demotivieren, auch wenn das Wetter jetzt schlecht wird. Wir können trotzdem biken gehen, danach schön heiß duschen, Fahrrad sauber machen und fertig ist das Ganze. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn die Parks wirklich bis Ende März öffnen könnten. Letztes Jahr hatte der März so ein geiles Wetter und ich habe so die Vermutung, das könnte wieder in die Richtung gehen. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kleines Video außerhalb der Reihe heute. Aber ich dachte, komm, ich habe selber danach gesucht und habe dann so ein bisschen recherchiert und das wollte ich einfach mit euch, meiner Community, teilen. Macht's gut. Genießt das schöne Wetter. Zumindest hier in NRW. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.